Hallo, ich wollte heute mal einen ganz besonderen Film besprechen, und zwar die Klapperschlange. Oder da heißt der Film heißt ja auch Escape from New York. Der Film ist ja aus den 80er Jahren mit Kurt Russell. Der Film ist echt actionmäßig super. Eine Ikone, finde ich. Das ist also ein Held, der total cool ist. Ein bisschen, wie kann man sagen, wie Rambo-mäßig und ein cooler Charakter einfach. Mit seinem Tattoo und heißt Snake Plissken, nenne ich Snake. Ich finde den Film einfach hammermäßig. Der ist cool, der Look von New York da, die ganze Musik finde ich von John Carpenter, der Film. Die ganze Story gefällt mir, die Handlung gefällt mir und vor allem diese Spannung, der Charakter, der ist echt mega, finde ich. Die müsst ihr gucken, die Augenklappe von Snake, das Tattoo auf dem Bauch und so, die Schlange und so, der ist hammermäßig. Also wie ich den erstmal gesehen habe, habe ich gedacht, mein Gott, der Film ist richtig klasse, der in der Zukunft. Der spielt also echt düster ist das mit New York, da irgendwie die Freiheitsstatue, wie man sehen kann auf dem Bild. Das ist mein Steelbook, den ich von dem Film habe. Ich glaube, da wird sogar bei Paramount dann beide Filme gestreamt. Der Film war echt super gewesen. Auch der Soundtrack mir gefallen. Schön düster war der gewesen. Die Rückseite, schön Steelbook. Das glänzt immer schön. Das finde ich jetzt so gute Filme auf Steelbook. Auf Blu-ray mal gucken, bin drauf und mal schauen, wenn er nicht so teuer ist. Vielleicht irgendwann mal. Der Film war echt hammermäßig. Es gab eine Fortsetzung von 97. Escape from L.A. Das war interessant gewesen, finde ich. Das ist indirekt. Ist die Fortsetzung, das spielt danach, nicht davor oder so. Das ist indirekt ein Remake des ersten Films anders erzählt. Also anderer Ort, L.A., Stadt New York, gleiche Handlung, er hat wieder Zeit, was zu erledigen, irgendwie 24 Stunden, also nur 10 Stunden im zweiten Film. Coole Gegner, also spielt auch Johnny Knoxville mit von Jackass, den Arzt von L.A. spielt er, den verrückten Arzt da mitgespielt und so. Die Story ist ebenfalls sehr gut, auch actiongeladen. Man weiß schon ein bisschen, wie es abgeht, so ein bisschen so gesehen, aber das Ende, wie gesagt, das haben wir bei beiden Filmen. Ich will nicht spoilern bei den beiden Filmen. Das haben wir bei jedem Film, ist das Ende. Jedes Mal zunächst so eine Bombe platzen lassen. Am ersten Teil und beim zweiten ebenfalls. Also die Filme sind echt super, finde ich. Also die kann man jedes Mal zeitlos gucken. Irgendwie der Held ist super, der Held. Da spielt auch irgendwie viele Bekannte mit. John Carpenter, genau, ich gucke gerade nach. Da spielt auch Peter Fonda mit, genau, als komischer Server mitgespielt. Das fand ich ein bisschen albern da, irgendwie mit der Welle reiten und so. Die Filme sind echt mega. Beim ersten war ja so mit dem Luft da, mit so einem Gleiter da so hingeflogen. Beim zweiten war ein U-Boot gewesen, glaube ich. Beim zweiten war es U-Boot gewesen, genau. Also die beiden Filme sind echt zu empfehlen. Ich habe die schon öfters gesehen und Kurt Russell ist so ein Schauspieler, kann man sagen, der kann jede Rolle spielen. Der spielt zum Beispiel Komödien, Overboard, ein Goldfisch, fällt ins Wasser ist der Film, glaube ich. Captain Ron war auch eine Komödie. Dann hat er auch mal diesen... hast du nochmal den Film da irgendwie so einen Bösen gespielt? Das war davon, der ganze Tarantino, genau, der ein bisschen komisch der Film, der 70er Jahresteil, der war ein bisschen komisch der Film, aber der hat andere Filme gemacht. Also Kurt Russell ist ein super Schauspieler. Der Film müsste man gesehen haben, es ist cool, finde ich. Also ich würde ihn auf einer Stufe stellen mit Rocky und Rambo, den Film jetzt. Also den Charakter jetzt, Snake. Einfach nur cool, kann ich jedem empfehlen. Bis bald, ciao!